Willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil 3. Wir sind hier im Clock Tower, um genau zu sein im Maschinenraum. Und was ich mich gefragt habe, ist, weil ich mich in den Safe Rooms immer sicher fühle, ob wirklich nie was in den Safe Rooms passiert. Also nicht, dass da wirklich mal irgendwas passiert und ich denke, es passiert nichts. Okay, da fehlt ein Teil. Ich denke mir, das ist das, was wir aufgenommen haben. Oh mein Gott, ich kann so gut kombinieren. Und irgendwas stimmt aber trotzdem nicht, oder? Das wirkt eh so komisch. Kann ich das benutzen? Nein, kann ich nicht. Kann ich auf diese Leiter drauf? Nein, kann ich nicht. Und in dem Regal ist auch nichts. Okay. Dann haben wir. Warte mal, hier haben wir noch was. Kann ich dort. Kann ich hier hoch? Nee, das ist alles nur Deko. Leiter, Deko, ja, habe ich auch. Eine Musikbox. Und ein Schalter, A to F. Oh Gott. Das hat bestimmt was mit dem unten zu tun, oder? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ja, den kann ich. Nein. Ja, nee, das klingt down besser. Glaube, das kann man auch so lösen, ne? Nee, das klingt ab besser. Next. Das klingt so eigentlich ganz gut. Und unten? Nee, oben ist besser, ne? Ist harmonischer. Nee, da muss, glaube ich, unten. Da habe ich doch direkt beim. Ja. So klingt's besser. Nee, ich glaube eher oben. Ja, so klingt's schöner. Und? Ich glaube, ich lag richtig. Ah, okay, das ist vielleicht für die Tür unten. Kann das sein? Aber ich bin noch irritiert, warum das hier oben noch nicht so richtig funktioniert. Habe ich das wieder. Ach, ich habe es wieder mitgenommen. Vielleicht passt das ja auch gar nicht dorthin. Also vielleicht soll das gar nicht dorthin. Ich habe so Angst, runterzugehen. Es passiert doch gleich was. Nemesis lässt doch bestimmt nicht lange auf sich warten, oder? Ah, schön. Jetzt haben wir jedenfalls den Schlüssel für die untere Tür. Ist auch noch die einzige Möglichkeit, wo wir was machen können. So tschüss, ich hab so tschüss, tschüss, tschüss. Seht ihr? Ich wusste es. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Use the light, use the cord. Was ist cord? Nutzt das Licht, ich weiß es nicht. Der ist geblendet. Und ich kann hier runter. Oh, perfekt. Ja, Jill, ich bin auch begeistert von dir. Okay, dann hauen wir ab. Ich weiß nicht, ich wusste nicht, was Quad heißt, also dachte ich mir auch, benutze das Licht, auch wenn das nur kurz an ist. Vielleicht blendet es ihn. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Melodie ist und nach den. Nee, das ist normale Melodie, ne? Ich glaube ja, das ist. Ich rede mir jetzt einfach ein, dass das die normale Melodie ist. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Ich dachte, es würde vielleicht noch was sein. Okay. Anders hinsetzen, während sie die Treppe runterläuft. Ey. Es ist
extrem interessant, wie spannend solche Treppenanimationen sein können. Und ich finde, das ist wirklich spannend. Ich sage das nicht aus purer Ironie oder so. Es ist wirklich so. Ich finde das wirklich enorm spannend. Generell die ganzen Türanimationen. Kann ich es nicht nehmen? Benutzen? Sonst weiß ich nicht. Okay, dann gucke ich mir den mal an. Hätte ja sein können. Beautiful made of silver. Ja, aber, hä? Was soll ich denn jetzt damit machen? Ich habe nur diese Tür, die da abgeschlossen ist. Und hier oben ist da auch nichts mehr. Was mache ich denn jetzt? Ich bin ratlos. Irgendwas übersehen, oder? Wieso häufig? Oh, hier liegt ja auch noch was. Ich muss sagen, die Melodie ist echt schön. Da ist jetzt auch was drauf geschrieben. U-D-U-U-D-U. Kann es sein, dass D und U für stehen für Down und Up? Das würde doch Sinn machen, oder? Wie klang denn die andere? Dann ist das quasi für die richtige Melodie. Und die andere war ja hier irgendwo. Da, genau. Melodie ist out of order, aber... Ich guck einfach mal. Ach Gott, Tisch. Ich kann nicht an dir vorbei. Auf die Weise. Schade, aber auch. Ich guck einfach mal. Ich weiß mir nicht mehr, wie das denn am Anfang war. Oder kann ich jetzt mit dem Schlüssel irgendwas dort oben noch machen? So die einzige Möglichkeit, die mir noch bleibt. Minimal irritiert bin ich. Ist auch der Lichtschalter kaputt. Armer Lichtschalter. Der hatte es nicht leicht. Ich hätte eigentlich auch direkt die roten Kräuter mitnehmen können. Ach, toll. Na komm, gehe ich nochmal runter, weil die Leiteranimation auch so toll ist. Mit den Geräuschen und so. Ja, ich liebe die Animation. Okay, diese U-D-U-U-D-U, das haben wir bestimmt schon gemacht. Die klang nämlich so wie... Hat mich sehr an die erinnert, die ich da auch schon hatte. Deswegen nehme ich einfach mal spontan an, dass das auch dieselbe ist. Okay, dann wieder hoch. Dann können wir nämlich auch die Kräuter aus dem Garten uns holen, die grünen, und dann mit dem roten kombinieren. Dann haben wir wieder gute Super-Power-Heilung hier. Irgendwann mal zumindest holen wir die mal. Aber da ist sonst... ich weiß nicht. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt dem hier das andere drehe. Aber hier ist ja auch nichts an dem Regal, nee. Aber ich kann damit gar nichts mehr machen. Toll. Ich hab's kaputt gemacht. Oder sollte das schon die richtige Melodie sein? Das Einzige, was ich damit machen kann? Ich bin gerade echt überfragt. Was mache ich denn jetzt? Oh, das kann ich auch nicht benutzen. Ja.
Ja, das dreht sich irgendwie in unterschiedliche Richtungen. Das ist das Problem. Wo kann ich denn die Schlüssel verwenden? Somewhere mit Maschinen. Irgendeine Maschine halt, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Hier oben ist nichts mehr. Ach Gott. Okay, dann muss ich mich hier unten wieder umsehen. Wo habe ich denn jetzt noch was übersehen? Die Tür geht alles noch nicht auf. Ich habe zwei Schlüssel. Gehen nicht auf. Oben geht's nicht weiter. Da ist nichts mehr, wo ich lang gehen könnte. Und ja. Wo könnte ich denn noch rumeiern hier? Ich habe festgestellt, ich eiere sehr arg beim Laufen. Was könnten wir da noch machen? Das regt mich jetzt auf, dass ich das nicht getestet habe. Hier war ja sonst eigentlich nichts mehr, ne? Da ist hier noch irgendwas. Geh mal ein bisschen schneller lang, Jill. Nö. Schreibtisch ist auch nicht mehr, oder? Nix mehr? Nö, auch nicht. Hier war ja nur das Esszimmer. Mir einen Hinweis. Irgendwas. Womit ich auch was anfangen kann am besten. Das erste Mal, dass ich komplett ratlos bin, aber wirklich. Nee, ist nichts, schade. Ich dachte, das wäre so ein Blatt Papier oder sowas. Ich hätte bestimmt die Melodie anders stellen sollen. Ich werd mal was machen. Ich werde einfach mal kurz hier an der Stelle speichern. Ich überspeichere die Spielstände ja nicht. Und ich habe ja davor in dem Maschinenraum schon gespeichert gehabt und guck einfach mal, was passiert, wenn ich da die Melodie abspiele. Diese falsche erstmal und dann die richtige. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt bei dem letzten Speicherplatz wieder. Und dann gucken wir mal, ob das was bringt. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Das Gute ist, ich habe ja nichts großartig gemacht. Ich habe nur Nemesis runtergestoßen und das war's ja. So, was machen wir? Den machen wir down. Den lassen wir ab. Dann die nächsten zwei down. Oh, hupsa, ich habe zu weit gemacht. Und den letzten, der muss noch down. Play. Mal gucken, was dann passiert. Passiert irgendwas?
Ich weiß es nicht. Dreht sich das jetzt richtig rum? Nö, das funktioniert immer noch nicht. Okay. Dann mache ich einfach jetzt mal die richtige Melodie. Und mal sehen, ob jetzt unten sich dann die Tür öffnet. Ich bin echt überfragt gerade. So, dann ist es ab. Ja. Next ist dann down. Okay, ist alles genau umgekehrt. Ab. Ab. Down. Und nochmal was. Ab. Play. Dann öffnet sich ja oben das Teil, genau, und wir kriegen den Schlüssel. Wo immer, wofür wir den auch immer brauchen. Ich leg mal die Farbbänder gerade weg. Okay, wenn wir jetzt runtergehen, dann kommt, taucht der Nemesis auf. Und dann ja mal gucken, ob da jetzt die Tür offen ist oder nicht, ob das was gebracht ist, weil dann sammle ich noch die roten Kräuter ein im nächsten Part und die grünen auch und so. Obwohl, die roten kann ich auch direkt jetzt mitnehmen. Fällt mir gerade ein. Ich habe ja den Platz. Dum-di-dum-di-dum. Nehme ich direkt mit. Jo. Das Licht benutzen. So, okay, dann ist er jetzt auch wieder mal fürs erste Geschichte, dass er so anhänglich ist. Okay, bitte lass jetzt endlich die Tür unten offen sein. Lass das zu irgendwas genutzt haben. Bitte. Ach so, hups, verkehrt. Ich bin voll verkehrt gelaufen hier. So, ich wollte doch durch die Tür. Bitte, 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 bitte. Hierüber ist doch nichts mehr. Ich würde ja sagen, die öffnet sich dann, wenn ich dieses Rätsel mit den Bildern gelöst habe, da was auf dieser Postkarte drauf ist. Aber ich weiß ja nicht, wo das ist. Ich bin dem noch nicht über den Weg gelaufen. Okay. Ja, dann werde ich einfach mal im nächsten Part überlegen, wie man weiter vorankommt, oder ihr habt eine Idee. Und ja, dann mache ich hier einen Schnitt, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Tai.